So. Nimm doch den Carlos mit. Kaffee Dante, Hallöchen, Kaffee Dante. How you doing there, dude? So, jetzt gucken wir mal hier, dass wir mal eine andere Musik machen. Achso, muss ich lauter machen. Wir machen die schöne Musik, oder? So besser, oder? Medium, Warnblinker an. Von der linken Spur über die mittlere auf die rechte Spur. Boah, krass. Und morgens um 5 Uhr. Da war nicht viel los. Glück gehabt. Außer so lasst das. Das hätte auch krass sein können. Zwischen Kiel und Hamburg. Dann kam zufällig eine Rast durch. Ich bin in Schlangenlinien darauf, um Schwung zu verlieren. Krass. An die Handbremse hatte ich nicht gedacht, an den Stress. Ja, das bringt ja auch nichts, wenn du so schnell fährst, dann drehst du dich am Kreis. Und hoffen, dass mir kein Auto vor das Auto im Gelände zu stehen kommt. Boah, krass. Hört sich heftig an. Ja, das ist gewinnen. Ein bisschen Zwingermusik. Ja. Mega Zwingermusik. Oh, was ist das für ein Bild hier? Mega die Zwingermusik. Hier wird nur noch geswingt. Jeder mit jedem. Jeder mit jedem. Arminia of Screen ist ja organisiert. Die hatte eh zwei Männer am Start. Die lacht dich darüber schlapp. Das ist das Letzte, was, oder? Da lachst, du lachst auch die Leute aus. Danke, Chris LaFunk. Also. Wir klemmen hier. Ich klemme meine Segeljacht. Ist die Musik ein bisschen zu laut? Das Auto kam tatsächlich auf dem Gelände zu stehen, aber nicht irgendwo. Ich hab's fotografiert. Moment. Krass. Zu krass, ey. Das ist ja lebensgefährlich. Da kann ja so viel Schlimmes passieren. So. So sieht das Schiff bis jetzt aus. Ich zeig's mal in der Kamera. Die krasse Erkan-Werft. Was schön ist, besonders schön ist, muss ich sagen, ist, man sieht es hier, da drunter, die Seerose, also die Windrose und der Anker und sowas. Da kann man dir, was geht? Siehst gut, siehst du aus. Dankeschön, Wayne Game. Hey. How you doing? Dann machen wir mal die Tüte 2, oder? Wenn es fertig ist, soll es so ausschauen. Kann ich dann hier in Mallorca lässig nach Ibiza segeln? Brauche ich jetzt. Oder? Hatte mit meinem ersten Auto mitten auf der Bundesstraße einen Kolbenfresser. Ist in den Notfallmodus gegangen, konnte mit maximal 40 km/h noch vor mich hinfahren. Wow. Hinter mir ein Riesenstau, bin dann tatsächlich noch 10 km bis nach Hause gekommen. Dann wurde es nach Polen verkauft. Und der ist ja auch ein geiles Auto. Ist hier der Angeber mit seiner Yacht am Start? Ja, Krypti, servus. Das ist die Tesla-Jacht. Was? Hey, Carmen Collins, hinter 100, Dankeschön. Hey, wenn ihr noch eine Abo macht, hey, dann flippe ich halt auf. Dankeschön, fettes Merci, Carmen Collins. Sweet. Boah, krass, wie der Kryptlord vom Neid zerfressen ist. Weil ich vor ihm eine Yacht gekauft habe. Der wollte sich bestimmt auch eine Yacht kaufen. Jetzt bauen wir hier die Kajüte. Ist die Bunny Crew schon gecastet? Die kommt. Erstmal die Yacht. Ich mache die Yacht, damit ich für mich selber auch mal Zeit für ein bisschen für mich selber habe, weißt? Das ist mir wichtig. Ich will auch ein bisschen mal Ruhe für mich haben. Es geht ja nicht immer nur um die Bunnies drumherum. Es gibt auch ein Leben ohne Bunnies. So, das bauen wir dann. Leider gibt es da keine digitale Anleitung. Ja, ich habe ein Foto geschickt. Kein Scherz, aber kam wirklich genau dazu. Und irgendwie war einfach zu Ende. Schau ich mir in Ruhe an. Zu krass. Scott, die Gästezimmer frei, nicht mehr lange. Surfen Wolli will sich hier eingerufen, hey. Muss ich aufpassen. Und brauchst du erstmal Adresse. Also, 2. Das ist 4.
5. 5. 4. 4. Musik zu laut, zu leise. Endlich mal eine Tüte 2. 5, 4. 4. Checker Street in Krasshausen, 69. Ja. Da bin ich weit entfernt von 69, Rudi. Ich bin gerade noch bei der 1. Wir kommen alle im August nach Malle und dann gibt es eine Community-Party. Erkans Bude, die läuft ohne Erkan. Super. Aber die Rechnung geht schon an mich dann, oder? Das ist doch das Mindeste. Das ist doch das Mindeste. Erkan zahlt. Ehre. Ein kleines Dankeschön für den Erkan wäre auch mal nett. Erkan haut einfach mal 20 Flaschen Shampoos raus. Dafür, dass er morgen mich moderiert. Ich werde gerade in den Alkoholismus getrieben, weil dann muss ich jetzt am Wochenende wieder alleine weggehen. Anstatt, dass ich betreut feiere. So. Wir haben hier diese ganzen Tüten aus 2 und die machen wir jetzt auf. Muss der wieder weißer gleich machen. Achtung, Weißabgleich. Ihr haut halt voll die Bits raus, so krass, oder? Bitte, 100 Bits. Snitch, Hallöchen! Ist das das Jachtboot? Ja, genau, Snitch. Gott, wenn ich Erkan mal persönlich treffe, so ohne Zeit und Druck, sponsere ich einen Tag im Porsche fahren. Wechseln uns dann ab. Ey, das ist doch schon mal ein Wort. Dann bringe ich meinen Lego-Porsche mit. Altes Lama, mein alter Gold. Danke für diese schöne Geldkiste. Erst den Austausch, dann den Sensor, dann war der Austausch. Der hat abonniert mal. Ich wollte mal kein Berliner, ich hab schon beim Kontrolle. Schmeißen ja, Sie die Fahrkarten aus dem Fenster. 400 Bits raus. 400 Bits draußen am Wagen mit. Gitar Jar, fettes Merci. Und guck mal hier, Zusa macht 2 Jahre voll. History in the making. Zusajovic, wie geht's dir, mein Lieber? Oder war das ein automatisches Update? Hallo, Zusai. Was zockst du, was rockst du, was machst du? High Train incoming. Oh, 87%. Zusai, servus, wie läuft's bei dir, Brudi? Was läuft an der Zockerfront? Wir machen Tüten auf. Das waren so viele Sounds auf einmal, ja? Zahnbaus, Hallöchen, das waren viele Sounds auf einmal. Ah, ich hab noch mehr, Brudi. Was gab's zu essen, fragt der Krippler. Du bist ja voll hinterher, Brudi. Ich habe mir eine böse Pizza gemacht. Eine Fertigpizza. Bestes Essen. Rückwärts, Leute, aber ist okay. Zusajovic. Mensch, was machst du Sachen? Ja, hier, hab ich ein Glas. Ich hab ein Glas. Für dich, Zusa. Ich hab hier nur für dich ein schönes Glas. Wodka. Slibowitz. Mein Sandmann, Minigolf Disco, mein Sandmann sagte noch, dass er froh ist, dass er auf der Autobahn war und nicht in der Stadt oder auf einer Landstraße mit Gegenverkehr und Fußradverkehr. Jedenfalls ist es wieder ein Fabia geworden. In der Monte Carlo Ausstattung, anstatt 99 wie vorher mit 150. Ich hab's ausprobiert. 240 laut Tacho. Wow. Krass, war ein bisschen die Gefahr nachts, oder? Ja, krass. Was ist Fabia eigentlich? Ist ein, was ist denn das für eine Marke? Skoda oder was? Glück gehabt. Böse Essen ist auch das beste Essen, Erkan. Ja, aber nicht für die Strandfigur. Obwohl, wenn man eine Pizza am Tag isst und sonst nur ein paar Pizza. Was habe ich heute gegessen? Ich habe heute zum Frühstück so ein kleines Gebäck gegessen, so ein Trockengebäck. Dann habe ich gegessen, sag ich mal, 30 Pistazien. Und jetzt eine Pizza mit Salat. Also, das ist jetzt nicht der Weltuntergang, oder? Wir haben schon eine halbe Stunde über das Essen gesprochen. So ist es. Wir haben über das Essen... Zack! Was ist denn jetzt los? Was ist denn der Ding? Geil. Auf einmal ist der Chat weg. Ich hab den nicht ausgemacht. Ich muss kurz den Chat wiederholen. Einfach Chrome hat sich gerade einfach verabschiedet.
Fick dich, jetzt bin ich da rausgeflogen. Jetzt habe ich keinen Token für den Chat. Ich sehe ihn hier noch. Bin gerade einfach da rausgeflogen. Jetzt muss ich den Chat hier lesen. Zum Glück schaue ich so parallel auch zu. Der andere Computer ist gerade aus dem Chat rausgeflogen. Trockengegag. Skoda, ja genau, Skoda Fabia. Und ich hatte mal natürlich... Krass. SMS-Antwort, mal gucken, ob der Stefan das sieht, dass ich eine SMS kriege. Das ist ja auch kacke, oder? Einmal bin ich gerade im Chrome rausgeflogen. Ich krieg nämlich... Jetzt bin ich da auch rausgeflogen. Was ist denn da jetzt los? Vier. Neun. Vier. Drei. Jetzt passt's wieder. Was war das denn jetzt? Was war denn das jetzt für eine Aktion gerade? Was war denn das jetzt gerade für eine Aktion? Auf einmal war auch der Stefan da im Facecam. Snitch, kommst zum Geburtstag, die Familie Pizza, Party Pizza, Pizza mit Salat, was soll man da reagieren? Pizza mit Salat. Naja, Salat dazu fände ich gar nicht schlecht. Ich habe einen Fix reingehauen, ob das mir das Bild mit der PIN nicht mehr so gut sieht. Ah, das Bild mit meiner PIN nicht mehr so gut. Ach, danke schön. Das war der Rex. Ah, cool, danke schön. Jetzt passt wieder alles. Ja, gerade ist alles rausgeflogen gerade. Ach, dazu? Ja, dazu. Drauf, Pizza, Salat auf Pizza, widerlich. Ah, das ist dieser Kleinkram, das hasse ich ja, dieses. Wo man kann es ja aufmachen, dann sieht man dann quasi, Ach, Mädels, ich sag's euch. Salat geht immer, wenn ich zum Beispiel Essen bestelle, muss der Salat immer. Ich mag Salat total gern. Spanien sind sie gar nicht so salatgeil. Für die ist Salat so, was soll das sein? So, wie geht's dir, Blue Eyes? Hallöchen. Gut. Bisschen traurig, dass wir nicht auftreten, aber hey, dann muss ich halt morgen an den Strand gehen. Nee, morgen. So. Sadai. Wie geht's dir, Blue Eyes? So, hier sind unsere Teilchen. Von der zweiten Tüte. Musik ein bisschen lauter. Zack. Bin auch traurig. Du wolltest uns ja besuchen. Nee, du bist wirklich auf dem Parkplatz gerollt mit auf Disco Queen. Wie cool ist das denn? Warst du mit der ersten Hütte schon fertig? Nein, ich habe einfach so schon die zweite angefangen, Surfen-Volley. Ja. Die erste Tüte haben wir fertig gemacht, während du mit deinem Pilates-Boys Tennis-Gedaydrinkt hast. In deinem Superlife. Wo du die ganze Zeit nur Sport und Party machst. Das ist ja der Wahnsinn, wie das bei dir abgeht. Hm? So. Freut mich natürlich für dich. Also. 2 auf 3 in diesem Dunkelgrau. Jetzt müssen wir aufpassen, bei Surfen Volley schaut zu und die achtet genau auf die Vorgänge. Das heißt, wir können nicht einfach losklemmen, wir müssen erst sortieren. Die falsche Farbe. Daydrinking am Wochenende.
Das klingt auch super. So, die Farbe ist doch die eigentlich die angesagte. Welche Farbe ist jetzt die angesagte? Das ist die falsche Farbe schon. Dann die glatten Blanken, lang und kurz. Also ich glaube, das ist einmal so lang, das ist das Ding, oder? Mach mal den Dreier jetzt hier hin. So, okay. Ist das genehm? Und dann bleibt eins übrig. Ja, das ist so. Schon. Leider habe ich keine Anleitung zu bieten. Man müsste eigentlich darauf achten, dass ich nur, dass ich keine Pro-Sets klemme. Endlich mal wieder klemme. Nicht nur einfach auf diesen einen Park. Das Auto kam genau in der Mitte des Behindertenparks zum Stehen. Nach vorne, nach hinten, jede Meter zur Markierung. Und links und rechts die 10 Zentimeter lang. So schön hat noch kein Mensch auf dem Parkplatz geparkt. Hast du Hellblade schon angezockt? Nein, das hebe ich mir noch auf. Ich warte noch. Würdest du es mir empfehlen? Ich könnte es jederzeit, ich könnte es heute anzocken. Aber es soll so Depri sein. Ich bin gerade so in Sommerstimmung. Ich habe es halt mal runtergeladen, weil es so free ist, ne? Im Game Pass. Hast du es gezockt? Haben wir hier weiter beplankt, die krasse, die lacht. Christopher Funk sagt, warte noch ein bisschen damit. Warum? So. Jetzt machen wir erstmal zweimal diese Viererstange an der Seite. Weil das ist gut hier. Das macht nämlich das hier fest. Guck. Erkan baut sich eine Yacht. Erkan baut sich eine Yacht. Kfz-Retterlöchen! Hey. Snish! How you doing? Hellblade empfehlen ich und meine imaginären Kollegen sofort. Ah ja, ich weiß. Ich würde es gern so gerne mal sehen. Also, das werden wir auf jeden Fall zocken. Wenn es so gewünscht ist, ich meine, ich könnte es auch heute. Guck mal, hier verjüngt es, hier ist so nach vorne. So, wenn Surfen wollte nicht zuschaut, dann können wir ja ein bisschen falsch klemmen. Eine Viererplatte, weiß, und da drunter. Ich habe mit Ghostbuster Auto, was? Mir das Ghostbuster Auto gekauft, mit einem Licht- und Sound-Set aus Lego, so krass. Okay, macht Bock. Alter, früher habe ich eure Filme gejunkt und jetzt mal mich kaputt gelacht. Gibt's irgendwann mal wieder was Cooles von euch? Ja, jeden Tag streamen auf Twitch. Na, Film, ich weiß denn, keiner weiß, wo sich das mit dem Bin und mich mit Filmleuten unterhältst. Keiner weiß, wo da die Reise hingeht. Gehen die Leute noch ins Kino, streamen jetzt alle. Keiner weiß es. Zusätzlich, ich habe was mit... Ach, du hast das Ghostbuster-Auto gekauft. Ja, zusätzlich, jetzt lese ich erst. Geil. Schön, hau mal ein Foto davon in den Dings, in Klemmbaustein vielleicht rein. Ghostbuster, das ist auch cool. Das sieht da wirklich gut aus. Wir müssen mal wieder Multi zocken, Zusa, irgendwann. Was zockst du? Zockst du gerade Multis? Irgendwelche Shooter. Shooter. Zockst du Hellblade? Vier. Ich brauche noch zweimal so ein Seitenteil. Ich mache den Joke bis heute nach. Bonnie! Hey Bonnie! Immer geile Streams, macht weiter so. Danke, Popeye Deluxe. Fettes Merci. Oder? Ist schon ein breites Angebot, was wir hier so machen. Schon, du kannst die ganze Zeit mit uns quatschen. Hättest du das früher überlegt? Ich zock gerade XDefiant, COD-Mess von Ubisoft. Ach, ich weiß, das muss gut sein. Aber das ist doch noch eine Beta, oder? Ach, Quatsch, Film. Heute machen das auch nur alle Serien. Also Erkan Schäfer die Serie, fast wie Twitch, nur mit Drehbuch. Ja. Sagt der Vincent Company was? Ja, ich habe gesehen, der soll Trainer werden. Der hat doch gerade den Absturz verursacht von irgendeiner englischen Mannschaft. Also ich muss sagen, das XDefiant sah gut aus. Ach, das ist jetzt raus? Aber for free oder was? Es ist free to play und dann, oder wie? Das würde mich ja reizen, das ist ja eigentlich ganz cool. Und das kommt da so vorne hin. Ja, zwei, zwei. Kannst du es empfehlen? Ich meine, das ist einfach so ein Multishooter halt, ne? Ja, free to play.
Aber nur PC, oder? Nicht Konsole. So, das war der zweite Schritt aus der zweiten Tüte. Das Schiff wird immer größer. Meine Yacht wird immer größer. Brauche ich ein neues Lagerblatt? Nee, auch PS5. Nee, der ist Trainer. Der soll Trainer werden, ja, bei Bayern. Das neueste Gerücht. Ich finde, was soll man davon halten? Man nimmt, nachdem man keine super Erfolgstrainer hat, holt man so Trainer, die in England fast abgestiegen sind. Also, boah. Wenn das der Anspruch ist, hey, wow. Da würde ich als Spieler sagen, adios amigos. Also, der hat mal eine gute Phase gehabt. 2, 4, 6. Ich kann mich täuschen. Ich kenne mich nicht aus. Aber mein Gefühl sagt mir, das ist völlig der falsche Trainer. Also, es ist eigentlich ein Armutszeugnis, und das sage ich als Bayern-Fan, dass man jetzt da so einen Trainer holt, der so irgendwie so überhaupt keine Erfolgsgeschichte hat, außer dass er mal einen Aufstieg geschafft hat. Weißt du, ich meine, der Anspruch sollte für Bayern sein, ich hole mir Trainer, mit dem man die Champions League gewinnt. Und nicht so, mit dem man aus der zweiten die erste Liga aufsteigt. Wenn da keiner mehr hin will, ist wirklich so. Ja, genau, Zetti, der ist abgestiegen, glaube ich sogar. Aber ich glaube, das kann nicht sein. Das sind nicht meine Bayern. Alles cool. Und dann sollen die Spieler. Also, ich meine, du schickst einen Nagelsmann weg, um dir einen Trainer zu holen, der mit seiner Mannschaft in der Premier League absteigt. Die Bayern sollen sich einfach von den Gelsenkirchen die Nummer deren ganzen Trainer der letzten 6 Jahre geben lassen. Die haben sich schon bewiesen, dass von denen von nichts fies ist und sie einfach alles machen. Duck und weg. Hab's mal in Klemmsteiner reingestellt. Ah, cool. Schau ich mal rein. Oi, das sieht ja cool aus. Oh, super Foto, Brudi. Hast du das gemacht? Mit Video? Boah, das sieht ja geil aus mit schwarzem Hintergrund. Kommt sehr geil. Kommt sehr geil zu sein. Mega. Also, wer es mal sehen will, bei uns im Discord, bei Klemmen und Basteln, hat dazu sogar ein kurzes Video gemacht, wie er vor schwarzem Hintergrund sein cooles Ghostbuster-Auto drin hat. Bin kein Mensch, der schadenfroh ist, glaube ich. Aber beim FC Bayern München halt plötzlich doch irgendwie. Ja, aber wenn die Bayern, ich meine, das wäre eigentlich der deutsche Verein, ne? Ich meine, jetzt hat Leverkusen erst dann auch verkackt. Bin auch nicht Bayern-Fan. Find's aber lustig, was da abgeht. Der FC Bayern darf gerne mal spüren, dass sie auch nur mit Wasser kochen. Prinzipiell schon sind sie halt arrogant, wie ganz Bayern. Das ist so fast wie ganz Bayern. Das ist einfach zu arrogant. Ah, guck mal, das wird schön. Der FC Bayern ist ein Symptom für ganz Bayern. Auf einmal hat keiner mehr Bock auf Bayern. Und keiner will mehr dahin und denkt sich, was, wir wollen doch die Girl in Bayern. Und ich bin Bayern-Fan, aber ich finde auch, das hat man davon. Hochmut kommt vor dem Fall, weißt du? So, jetzt drehen wir das um. So, jetzt haben wir, glaube ich, schon mal so die komplette Länge von dem Schiff, oder? Der vierte Schritt aus Tüte 2. Oh, jetzt wird es aber großartig hier. FC Bayern sind letztes Jahr dieser deutsche Verein gewesen. Muss mal abstimmen nach dem Stream. Ich habe es aber gerade schon angeschaut. Sieht cool aus. Ehren alle Bayern, die 18 den Bauern vorziehen. Hallo, Daphne! Ja. Die 60er, come on. Lassen sich von einem Libanesen kaufen. Es ist ja ein Chaotenverein. Also, die spielen ja mit dieser Romantik von wegen, aha, wir sind ja so Arbeiterverein und ehrlich und so. Sind sie auch nicht. Die haben für mich die Ehre verloren, als sie sich haben da kaufen lassen. Und dann sind sie ständig zerstritten. Links und rechts. Aber die sind mir wurscht. Irgendwie so eine Arroganz haben die eigentlich auch. Am 4. Juni. Hallo Daphne, by the way, übrigens. Am 4. gibt es bei Prime Abo für euch. Bis dahin bin ich
Okay, andere abonniert Pauper Deluxe, alles cool. Anscheinend werde ich trotzdem weiterhin ab. Mittlerweile fahre ich aber den VfB, nachdem ich halber Schwabe bin. Verstehe ich. Vor allem, wenn man so eine Local Connection hat. Meine Yacht hier. Hier meine schöne Yacht wird immer besser hier mit der Yacht. Das Problem ist, sagt die mit den Golf Disco Queen, nicht, dass kein Trainer dahin will, sondern dass seit Jahren zum Beispiel Hummels Senior nach Jahrzehnten hinten wirft. Spieler entweder flüchten, Groß, Hummels, Junior, Süle, Alaba, Boateng oder Dank abwinken und dass kein Mensch da Trainer werden will. Die Gesamte würde mir auch Sorgen machen. Ja, ich gebe dir recht. Also ich meine, ich fand es total wirklich den Kahn da zu installieren. Und da habe ich mir gedacht, was ist denn da los? Und du hast so gute Leute wie ein Schweini, wie ein Lahm und so, wo du sagst, ey, da hat jeder auf seine Weise eine eine Ehrlichkeit und eine Wahrhaftigkeit. Und dass die Leute nicht in den Verein geholt werden oder nicht wollen, sondern ein Kahn damals. Da habe ich mir gedacht, was ist denn da kaputt? Da habe ich mir auch gedacht, da ist irgendwas, was man außen nicht mitbekommt. Oder? Mein so einen intelligenten, coolen Typen bin lahm. Dass der seine Millionen woanders investiert und nicht beim FC Bayern. Jetzt machen wir das hier. Ja. Das spricht schon Bände. So, jetzt muss man echt mal aufpassen. Ist nicht so einfach hier alles. Was, wo? Neben den Zweien hier. Auf der anderen Seite auch. Stell mal vor, jeder denkt sich einfach seinen Teil, wobei ich so gefühlt der zweite mal denselben Teil denkt über Bayern. Ja, stell mal vor, statt Kahn und Sami, ich hab den mal kennengelernt, der Sami, der Brazzo ist ein netter Typ. Aber statt denen wäre jetzt Lahm und Schweinsteiger hätten den Verein so ein bisschen übernommen. Ich sage nicht, dass der Schwein Top-Manager ist, aber ist das hier richtig? Das kommt ein bisschen falsch vor. Oh doch, das hängt da oben an. Doch, das ist schon richtig gebaut hier. Aber die Bundesliga ist ja auch nicht alles leider, ne? Ich meine, es gibt ja dann doch. Weil das, was, warum hat Leverkusen dann so verloren in der gestern? In der Bundesliga umgeschlagen und dann werden sie gestern weggeputzt. Was war denn da los? 2, 4, 6, 18. Was war denn da bitte los? Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe ja gestreamt und habe gedacht, jetzt liegen sie eh schon 2 hin, das brauche ich auch nicht mal anschauen. Habt ihr beide schon als Trainer angeboten, Erkan? Ich würde nie Fußballtrainer machen. Wenn, dann Basketball. Aber da habe ich zu wenig Ahnung als Trainer. Nee, Fußball. Finde ich total langweilig. Ich gucke natürlich gerne, aber das zu trainieren, stelle ich mir so langweilig vor. Ja, mach vor, mach zurück. Kein Wunder, dass der Angelotti aus Langeweile mal einen Kaugummi kaut. Beim Stadion ist nochmal was anderes, aber. Also, wenn du mal einzelne Basketballspiele geschaut hast und selber gespielt hast, da ist so viel mehr Action, wenn du ein bisschen auf Action Jackson stehst. So, also wir haben alle Teile. Atalanta war einfach besser. Was war denn da los? Atalanta hat was geschafft. Das NBA-Video ist krass flott gewesen. Das war krass. Ja, war natürlich ein Zusammenschnitt, aber... Wo kommen denn die zwei lang? Ach, hier, oder? Naja, komm, die kommen hier in die Seite. Ach, ich baue hier so meine Yacht vor mich hin, ne? Das ist eigentlich ein schönes Set.
Nicht mega anspruchsvoll, aber jetzt auch nicht total simpel. Schönes Set. Ein bisschen konzentrieren muss man sich schon. Die Bayern und die letzten 10 Jahre. Bestes Beispiel. Bayern holen immer den DFB-Pokal. Ja, oh nee. In den letzten 10 Jahren, inklusive dieser Saison, haben sie den Pokal 3-mal gewonnen. Herr Pohl 2-mal, dann Wolfsburg, Borussia, Frankfurt, sogar Gelsenkirchen hat es gemacht. Und diese Saison sieht auch schon lange aus. Die Bayern dominieren, dass die Bayern da dominieren, würden sie schon lange nicht mehr so. Das ist nur in den Köpfen der Leute. Ja, der DFB, sag ich, der DFB-Pokal hat seine eigenen Regeln. Was? Der DFB-Pokal hat seine eigenen Regeln. Ist ja auch gut. Ich meine, es ist ja auch langweilig, wenn immer nur die Bayern dominieren. Und ich finde es zum Beispiel super, dass Leverkusen da jetzt mal Ansage gemacht hat. Ich würde mir so als Bayern-Fan das wünschen, dass Leverkusen längerfristig so gut ist. Dass es nicht immer nur so eine Zündkerze ist, die dann wieder verglüht, weißt du, nach ein, zwei Spielzeiten. So, also was klemmen wir jetzt? Jetzt klemmen wir das. Oh, schau, jetzt wird das Schiff hier länger. Dass da mal eine echte Konkurrenzsituation entsteht, dass die Bundesliga auch für Außenstehende interessant wird. Oder? So. Hier zwei Einsen. Ah, es wird ein schönes Schiff. Wird fast eine Riva-Yacht. Dann, wenn ich mal richtig gut klemmen kann, klemme ich mir eine eigene Riva-Yacht. Hm? Zacki, zacki. Schön, so die ganzen weißen Teile. So, man beachte übrigens den Bau und Untergrund, der bis jetzt nur Surfen Volley entdeckt hat. Was machten die jetzt eigentlich? Kopfstand. Bereitet sich aufs Daydrinking vor. So. So geht es. Zweimal so. So, oder? Ach, guck mal, das ist schön. Das kommt jetzt wohin? Ach, das kommt hier so hin. Ach, guck mal, das kommt dann so vorne. Das ist ja nice. Und dann dreimal an der Seite die hier. Schau. Das ist aber nicht eine Ebene hier. Wahrscheinlich ein Zweier. Du, 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 du. So. Bayern war damals halt der Top-Club schlechthin, was in den Köpfen der heute hängen geblieben ist. Somit besteht weiter die Erwartung, dass sie auf einem gewissen Niveau spielen sollten. Nachdem es mittlerweile nicht mehr so ist, wollen einige nicht akzeptieren. Ich persönlich finde es gut. Dass man, wer neu in die Bulli kommt. Ja, aber ich meine, da müsste Dortmund jetzt aber auch den Pokal, den Pott holen, damit man mal sieht, die Bundesliga ist auf einem höheren Niveau, als viele eigentlich wahrhaben wollen. Weil die Bundesliga wird ja nicht besser, wenn die Bayern schlechter sind. Ne? Das ist ja ein Trugschluss. Nur weil die Bayern schlecht sind, sind ja die anderen nicht besser. Ja? Also eigentlich müssten die anderen besser werden. So wie halt Dings das jetzt gemacht hat. Leverkusen. Aber ich wundere es, dass die dann gestern so... Meine sind auch nur Menschen. Ja, der FC Bayern ist halt der FC Bayern. Ist er das denn noch? Also, dass die, das hat es doch noch nie gegeben, dass die keinen Trainer kriegen. Früher war es so, dass sie sich zwischen zwei, drei großen Trainern was ausgesucht haben. Der eine wollte, der andere hat herumgezickt. Aber letztendlich haben sie einen geilen Trainer bekommen. Aber dass sie jetzt da irgend so einen Dude kriegen. Oh, jetzt liegt es richtig gut in der Hand, das Schiff. So, jetzt sitzt hier vorne.
zwei mal so Dinge an die Seite und ein Zweier. Interessant. Sag mal so. Was ich gestern gesehen habe, war, dass Bergamo auf den Platz kam und schon mit der Körpersprache klar gemacht, ihr wärt besser daheim geblieben und wir hätten euch einen schönen Abend mit euch Familie gemacht. Denn heute gibt es hier euch nichts zu holen. Und so war es auch. Leverkusen war komplett chancenlos. Bergamo hat keine Ahnung irgendwie so gespielt, wie Klopp früher hat spielen lassen. Du kennst dich echt aus. Und der Alonso war total baff, oder? Hat sich gedacht, boah, krass. War wahrscheinlich für den Alonso auch eine Lehrstunde. So ungefähr. Erst gar keine Räume aufmachen. Die Leverkusen einfach den Schneid abgekauft. Mein, ich gönn's den ja. War nicht Bergamo die Stadt, wo das mit in Italien mit dem Covid so losging? Auch Stress. Meine war vielleicht auch mal eine Lehrstunde für Leverkusen, ne? Das ist halt, dass die deutschen Vereine international, ich meine, genauso kriegt halt dann schön und gut, wenn die Bayern schlecht spielen. Aber Dortmund kriegt safe eine Abreibung von Madrid. Mr. Mojo Reis ist nicht. Ich freue mich auf Pokalfinale. Mal sehen, was Lautern da reißen kann. Ah, ich glaube, das wird nichts. Das haben die Leverkusen, da werden sie zusammenreißen. Mr. Mojo Rising, 1971. Eine intime Frage. Meinst du, ihr, wenn ihr Privatklamotten da sitzen würdet, weniger zuschauen? Ich finde, es hätte einen gewissen Charme von. Wir nehmen eurem Leben teil. Ihr seid die absoluten Helden. Was kommt angeht, der 2000er? Ist eine schöne Frage, aber es ist halt entweder oder. Es ist halt der Erkan-Stefan-Stream. Und als unter alter Ego können wir uns lang nicht so austoben und Kinder sein und Spaß haben. Also der John ist ja viel zu ernst dafür. Aber eine berechtigte Frage. Aber wir wollen auch nicht so viel von unserem Leben erzählen. Tun wir eh schon genug. Oder? Boah, jetzt in diesem Bauschritt werden ungefähr alle Teile verbaut. Oder alles zweimal? Aber durchaus legitime Frage, Brudi. 1 auf 8. Und am 1. Juli werde ich abends nach Abpfiff einen Finger, keine Fingermägel haben. Das glaube ich auch. Nein, ich würde es Dortmund gönnen, ja. Wäre eine tolle Geschichte. Gerade Dortmund an Madrid, aber bei aller realistisch ist es nicht. Da sind die Madrilenen zu abgebrüht, hast du ja bei den Bayern gesehen. Die haben auch den Bayern gezeigt, wo es lang geht. Muss man echt sagen. Obwohl Bayern ein gutes Spiel gemacht hat und so, muss ich auch sagen. Ist das jetzt noch alles richtig? Die Yacht, die wächst so Schicht um Schicht. Schön weiß alles, ne? Ich schaue gerade Erkan und Stefan, Avian Avalon, gegen Mächte der Dunkelheit und musste eine Ausrede einverlassen, weil ich mit dem Handy renne. Ein Vibrator getaucht ist. Fragt dann, was ist das? Und was hast du dir einfallen lassen, Brudi? Dir ist dir bestimmt was Gutes eingefallen. Gegen die Mächte der Finsternis, ja. War schon irgendwie ein cooler Film. Das heißt, irgendwie cool. Den würdest du heute natürlich anders drehen, ne? Andere Technik und so. So, geil. Schau mal, wie schön fest das jetzt hier alles ist. Mein Rolling Boat. Das war der Schritt Nummer 11 erst. Ein Hundespielzeug. Ah ja, das ist auch eine schöne Idee. Siehst du? Erziehung macht der Film. Oh, krass, oder? Neuer Follower. Dankeschön für den Follow. Welcome aboard. Zweimal, nee, einmal das, ach nur einmal, die Seite. Machen wir mal so. Zweimal 2 auf 8. Können wir die sein? Einmal 1 auf 4 und dreimal. Oh, was geht? Klemmen geht immer voll auf den Rücken, weil man da so komisch bucklig sitzt. Also ich zumindest. So, aber ich kann natürlich schon den Chat lesen, ne? Also einmal hier hinten. Da können die Barnies, die können dann hier schön
runtersteigen und Selfie-Fotos machen für Instagram. Wenn sie ins Wasser steigen. Komm, wir haben schon Flugzeugträger geklemmt, ja? Ist eigentlich unter meiner Würde, dass ich sowas klemme. Aber es ist schön, eine Yacht zum Entspannen, zum Bunny. Ich brauche ja, weißt du, ich bin ja realistisch. Ich brauche jetzt nicht mit dem Flugzeugträger auf Mallorca ankommen. Verstehst du? Da komme ich mit dem Flugzeugträger an und sage, hey, Bunny, ist Party auf dem Boot, ja? Dann sagen die, bist du bescheuert? Was ist denn das? Das ist ja voll antipazifistisch, was du da machst. Ja, okay, mache ich halt Oligarchenjacht. Viel friedlicher. Kommen die anderen zwei? Oh, kalt, schau mal hier. Es ist schon fast sowieso, sag mal. 3D-Druck. Oder? Und eine Galeone habe ich auch noch. Wäre echt geil, wenn es klappen würde, aber real, die kommen auf den Rasen und wissen einfach, dass sie gewinnen werden. Ich habe mal ein Halbfinale 20 von Ende noch gesagt. Wissen die, dass es gleich vorbei ist und die dann raus sind? Mein Mann so beruhigt dich, das ist real, die machen das. Da, die ganze Fußball. Ja, war wirklich so. Ich meine, war ja gegen Bayern auch so. Und eine Galeone habe ich auch noch. Probier es mal mit Hosenträgern. Was, Hosenträger? Und eine Santa Maria habe ich auch noch. Die Galeone habe ich ja nicht mehr. Die habe ich hierher gegeben. Die hat die Überfahrt nicht überstanden. So, was bauen wir jetzt? Ein Schiffsmotor? Geil, also wir haben jetzt hier erstmal das ganze Rumpfding hier. Das ist jetzt die Gelegenheit, müssen wir schön. Das ist jetzt schön massiv. Thema Druck und Gegendruck läuft. So! Ich zeig's mal hier auf der Kamera. Schau hier. Das wird mal eine Yacht. Und dann der Queen Mary, bist ja voll am Schiffen. Queen Mary hat der Stefan geklaut. Reden wir nicht drüber. Das ist mir unangenehm, dass der Stefan seinen Freunden die Kreuzfahrtschiffe wegklaut. Dass der einfach seinen Freunden die Kreuzfahrtschiffe unterm Arsch wegklaut. So, jetzt bauen wir den Schiffsmotor. Das sieht äußerst kompliziert aus. Also, dann nehmen wir den Dreier. Wir bauen hier echt einen Schiffsmotor. Mal auf. Klein. Kommt das hier so hinten drauf? Viermal die Dinger. So bauen wir einen Schiffsmotor. Oder? Na, wegen Flugzeugen. Wenn du damit nicht beeindrucken kannst, dann vielleicht mit Hosenträgern. Ich weiß, sie hatten schon bessere. Ich bin etwas Hosenträge. Hosenträge. Nein, ich bin kein Hosenträger. Wenn, dann laufe ich hier im Dings rum. Im Tanga. Tanga, kleine Bäuchlein über den Tanga. Ah, das wird ein Schiffsmotor, schau. Ah, das ist schon falsch geklemmt. Nee, doch, ist richtig geklemmt so. So, und jetzt, was kommt da drauf? Es ist so klein, dass ich die Teile kaum sehe. Ach, jetzt dieses Teil. Das gibt es aber auch nur einmal, ganz selten, oder? Das gibt es wahrscheinlich nur bei dem Set. Das sind so, die Zylinder. Jetzt sind vier oder das Ding nach unten. Das Ding nach unten und vier. Ach, da so zwei runter. Muss ich mich gerade ein bisschen konzentrieren. Baust du deine Yacht weiter? Ja, Barney Brown. Stefan ist mehr so der Hosenträger-Typ. Stefan schaukelt lässig seine Eier im Trainings. Ganz lässig schaukelt er die im Trainings. Was piepst du hier rum? Die ganzen Kleinteile hier. Guten Abend, Ladies and Gentlemen, Marcel. Mein Fahrzeug kam heute auch an. Ich habe alles in eine Kiste gekippt. Dann schauen, ob ich dann... Boah, mehrere Teile in eine Kiste. Das ist ja cool.
Also mehrere Sets in einer Kiste, das ist auch ein cooles Konzept. Wir brauchen hier einen Schiffsmotor. Hier ist der Lüftungs. Muss ich leider so machen? Grau hier. Jetzt ein glattes Teil, aber angewinkelt. Also quasi das hier in weiß. Das hier in weiß, das hat so an der Seite, sieht man, im Weißen sieht man nicht so. Ja, das machen wir jetzt schon korrekt. Also, nicht das hier, das ist ja wirklich rechtwinklig. Ah, sind das hier. Das hier. Ach, Stefan Hosenträger und mit Fliege. In den richtigen Farben könnte es klappen. Wer weiß. Stefan ist immer für eine Überraschung gut. Einigen wir uns darauf. Einigen wir uns darauf. Da wieder ein glattes da vorne. Die kleinen Teile hier. Rostelle hier. Sorry, dass ich da gerade so ruhig bin. So ist richtig, ja? Nee, doch. Dann glattes da hinten und ein dunkelgraues drauf. Spannend. Alle Erkan, Pama Chico, ¿qué tal? Saludos. Pama Chico, oye, oye. ¿Oyes? Oye. Si tú quieres, dice al Nordman, tu amigo, que cuando tú vives, este fin de semana yo voy a estar en Mallorca porque mi trabajo he cancelado. ¿Entiendes? No he cancelado, pero verschoben. Entonces, creo que voy a salir a fin de semana. ¿Tú le quieres? Porque tu amigo ya dice, ah, qué pena, no estabas aquí porque no trabaja el fin de semana. Ah, ok, amigo, entiendes, perfecto. Vale. So, schau mal, das ist der Motor. Den setze ich jetzt hier ein. Los, tres, vámonos. Sí, claro. Sábado. Tengo una idea. Cooler. Kleiner Motor Surfen-Volley. Ah, der Surfen-Volley wieder. Hast du was zu essen gekocht oder was gibt's denn? Das ist der Schritt 13. Das ist nur ein kleiner Motor. Ist ja eine Segeljacht. Entschuldigung, ist ja auch eine Segeljacht. Ich weiß gar nicht, warum eine Segeljacht überhaupt einen Motor hat. Ist ja irgendwie ein Widerspruch, oder? So, voll der schwere Schritt. Dreimal die großen Stangen. Zweimal das da. Und zwar ist schon ganz nice, wenn das so ein Säckchen ist. Also, neben dem Motor machen wir das dahinter. Tengo una idea, a donde vamos a salir. No muy tarde, porque me quiero ir a la playa. Ir a la playa. Ach, immer mit Abstand, oder was? Mit Abstand will er das haben? Lese ich das richtig?
Ja, cool, da soll Abstand dazwischen sein. Cool, oder? Konnte nur keinen Beitrag zum Thema Fußball leisten die ganze Zeit hier. Was macht denn dein Dings? Dein Kölner Dom? Oder was baust du nochmal für eine Church? Du baust doch irgendeine Church. Ja, oder so der New Who, Erkan K9. The Master. Wenn, dann mache ich Erkan Nero Wolf. Private Investigator. Erkan, wenn, dann mache ich Magnum. Das Dach fehlt noch. So weit schon. Schau mal, wie brav ich das so mache, wie du sagst, immer Teile vorsortieren, weil ich mich gar nicht... Wenn ich weiß, dass du nicht zuschaust, dann kann ich ja Guerilla-Clamming machen. Wird immer interessanter, das Ding hier, oder? Das Geile ist, dass es wirklich massiv ist, das Ding. Da war jetzt hier eine Stelle mit Druck, was da sich gelöst hat, aber das ist nicht so schlimm. Schau mal, auch das ist jetzt wieder verbunden hier. Schau, das geht da bald gar nichts mehr runter. Ist ein schönes Projekt, das Schiff. Schritt Nummer 16. Ui. Guck mal, jetzt viermal das da. So wird da ein Brocken draus. Guck mal her. Was soll das sein? Gewicht oder was soll das sein? Einfach nur Masse. Das ist die KI. Was soll denn das da hinten? Nur Masse, Gewicht. Das ist eigentlich die Speisekammer, oder was? So kriegt die natürlich Gewicht. Läuft! Schritt 17. Zeig's mal. Wenn der Stefan irgendwann mal reinkommt, der kann gerne erst um 9:30, 9:30 anfangen. Ich habe ja auch später angefangen. Ich habe keine Zeit gehabt, um es zu sagen. So, jetzt plankinieren wir das hier mal. Zwei Zweiern. Alle schwimmen auf der Yacht, er kann nicht, er kann schwimmen in seiner Booty-Yacht. Booty. Zweimal, zwei auf zwei. Wo kommen die hin? Die kommen in die dritte Reihe, oder? Die Mitte. Ist auch nicht schlimm. Da müsst ihr gar nicht... Schau mal, das können wir jetzt da hinten runterplanken. Du bist filmcharakterlich eher so der Mariah Dog Brandybug. Wer ist denn das? Mariah Dog Brandybug. Wer ist Mariah Dog Brandybug? Aus welcher Serie ist denn das? Mariah Dog Brandybug. Noch nie von gehört. Mariah Dog Brandybug. Ist das Harry Potter, oder was? Das ist das falsche Teil. Das ist einer der Hobbits. Ach, für den Arsch, Minilaufiges Cookin. Ich bin auch drauf reingefallen. Mann, oh Gott. Ich bin doch kein... Was soll denn das? Lass mich verarschen. Ich bin Ding Sandokan. Der Tiger von Malaysia. Das bin ich, Baby. Mariah Dog Brandybug. Oh Gott. Kein Wunder, dass ich ihn nicht gekannt habe. Merkt man doch solche Namen nicht. So, da hinten. Das ist hier aus mit zwei Vieren. Machen Sinn. Aber wird immer, also die Yacht wird schon immer schöner. Vergessen wir das mit Mariah Dog Brandybug. Ich sehe darüber hinweg. Einigen wir uns darauf, oder? Ich tue darüber hinweg sehen. Mariah Dog Brandybug. Jetzt habe ich den scheiß Namen im Kopf. Asozial. Gib die auch gleich mal Ride of Brandybug, du. Oh, das stimmt jetzt was nicht. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Oh ja, doch, stimmt. So. Ja, so. Ride of Brandybug. Jetzt habe ich den Kacknamen im Kopf. Alle haben eine benzinbetriebene Yacht, nicht nur Erkan. Er hat eine Ekan. Läuft so.
Pass auf mein Wein auf, der kann was. Palma Chico läuft hier ein mit so einem Wein. Keiner weiß, wo der herkommt. Ich habe erst gedacht, der will mich vergiften. Man weiß es ja nicht heutzutage. Vielleicht ist er russischer Geheimagent und will mich, weil ich über Putin geschimpft habe. Man weiß es nicht, man muss so aufpassen. Infoszene, Entschuldigung. Mariah Dog Brandy Buck. Ich hab's jetzt gehört. Dankeschön. Schreien. Wir sehen nicht mehr, was du tust. Freut mich ja. Ich habe das extra gemacht, um zu sehen, ob ihr überhaupt noch zuschaut. So, ich habe jetzt hier oben das ausgekleidet. Da ist der Maschinenraum. Da ist links. Und da vorne kommt dann die Kapitäns. Das wird das Dunkle. Da mache ich ein riesen Bett. Und da vernasche ich dann immer die Bunnies, die was oben Influencer-Fotos mit Champagner machen. Die ganzen emanzipierten Bunnies, die was oben Influencer-Fotos machen. Die kommen dann dahin. Erkan steht beim KBG ganz oben auf der Liste. Ja, hoffentlich. Das musst du erst mal schaffen. Alerts, die gehen schon lange nicht mehr raus. Alerts, das ist auch so eine Deppentechnik, die immer nur jedes Mal neu aktiviert werden müssen. Heute bin ich mit so einem Auto gefahren, das ständig immer sich selbst ausstecken stellen will. Das hasse ich. Und jedes Mal, wenn du es, musst du es immer elektronisch, da gibt es keinen Knopf mehr, das musst du im Menü elektronisch abstellen. Und jedes Mal, wenn du neu einsteigst, parkst neu ein, dann musst du mindestens 2, 3 Buttons im Menü drücken. Zwei, drei Menüfelder runtergehen, bis du endlich da angekommen bist, wo du das ausstellen willst. Wenn ich das Auto hätte, wenn es mein Auto wäre, würde ich es sofort verkaufen. Das ist so ein Scheißdreck, so eine Entmündigung. Bei den anderen Autos ist es wenigstens ein Knopf, wo du jederzeit das schnell ausstellen kannst. Aber da musst du erst 3 verschiedene Ebenen im Menü machen, bis du das ausstellen kannst. Jedes Mal, wenn du neu einsteigst. Test erfolgreich ausgeführt. Na dann, haut's mal rein, die Alerts hier. So. Ja, und der Hund lebt auch noch. Friede, Freude, Eierkuchen. Der Hund lebt auch noch. So, das da. Kommt dann nachher drauf. Also. Wir machen jetzt mal ohne Vorsortieren. Gucken, ob wir da geschimpft bekommen oder ob das die Surfenwolle gar nicht mitbekommt. So. Und so und so. 3er, 4er, kommt hier. Ich sehe es ja, was ich machen muss. Bin noch nicht deppert. Die Hunde sind mir zu dogmatisch. Das sind mathematische Hunde, die gut rechnen können. Dogmatiker. Digga, ich verlasse den Stream, der ist ja echt nicht lustig, diese Erkan. Der labert, ey. Dogmatiker. Hund, der gut rechnen kann. John Delia, Johnny, was ist deine Meinung zum Held der Steine? Ich bin der Erkan, hier streamt der Erkan. Deine Meinung zum Held der Steine, Hut ab, wie der das Thema Klemmbaustein war, viel weiter bekannt gemacht hat, völlig geöffnet hat und auch, okay, hängt der Stream? Jetzt geht's wieder. Also ich hänge jetzt, ich sehe das Bild jetzt gerade nicht. Für alle geöffnet hat, viel populärer gemacht hat das Thema Klemmen. Und er hat eine bestimmte Art zu reden, zu erzählen, zu machen, zu tun. Das zeichnet ihn aus. Und mega kompetent, was er sagt. Ist immer interessant. Er ist schon sehr auffällig anti-Lego, aber er hat recht. Er hat mich komplett überzeugt. Also, er hat mir die Welt zu Blueprints geöffnet, muss ich echt sagen. Hallo, Daddy! Also, und vor allen Dingen auch Hut ab, was der so alles macht und streamt. Also, das ist ja wahnsinnig viel. Oder? So, jetzt muss ich mal kurz... Ich gehe mal kurz auf Videos. OBS muss ich mal an- und ausmachen, weil sonst sehe ich selber nicht mehr, was ich mache. Das ist ein bisschen schade.
Para la próxima, un botella de pomal. Ja, próxima, próxima, próxima. Sehr gerne. John Delia, sehe ich auch so. Cool. Also ich schalte mal ganz kurz auf Video, nicht verrückt machen lassen, damit ich mein OBS an ausmachen kann. Ausgeholt, was geht. Erstes Ziel, was wir angesteuert haben. Sunset Boulevard mit Walk of Fame. Hey Leute, hey, wir sind jetzt wieder in Hollywood, weißt ja, du, wie heißt das? Walk of Fame? Ja. Genau, wo die ganzen Sterne sind. Von den Stars. Hey, haben wir krasse Beobachtung gemacht, hey. Jetzt. Da bin ich wieder, oder? Wunderbar. Auch auf die Gefahr, dass du schon gefragt wurdest. Was hältst du von den neuen elastischen Klemmsteinen? Kenne ich überhaupt nicht. Ist mir noch nicht untergekommen. Da ist er, Buzzer. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Da ist er, Buzzer. Was sind elastische Klemmbausteine? Ehrlich gesagt, habe ich da noch nichts von mitbekommen. Oh, was bauen wir denn jetzt? Ein Viererplättli. Zwei Viererplättli übereinander. Waren Klemmbausteine 90ern uncool? Ich glaube, damals hat man es einfach nur Lego genannt und kannte ja nichts anderes. Und ich glaube, es hat mit den Techniksachen angefangen. Also, dass man einfach für ältere Sachen klemmt. Afrop heißt es ja dann, oder? Mit den Techniksachen, die waren ja eher für Kinder gedacht damals. Oder so als Lernsache für Kinder oder sowas, oder? Dass es dann immer mehr so anspruchsvoller wurde und so. Ich glaube, das hat keiner vorhergesehen, dass es dann so ein Trend wird unter Erwachsenen. Also cool waren sie, glaube ich, nicht. Es gab ja auch keine coolen Sets. Es war ja wirklich in den 90ern noch ein Kinderspielzeug. Oder? Seien wir ehrlich. Zu Recht, war ja auch Kinderscheiß. Als dann so angefangen hat, mal sowas, keine Ahnung, was, wann wurde es cooler mit Empire State Buildings oder so, als es mir auch so einfach auch schöne Sets gab. Vom damaligen Marktführer. Und sagt, weiß ich, was ich da eigentlich baue? Also, Sets, die du dir auch einfach, keine Ahnung, ins Regal stellen kannst. Also eine Empire State Building kannst du dir einfach ins Regal stellen. Sieht einfach cool aus. Ich glaube, wir bauen hier eine Treppe, oder? Eins. Als die Sets schöner wurden. Hat dich Stefan angesteckt, du ihn? Ich glaube eher, ich habe ihn angesteckt. Ich glaube, ich klemme auch insgesamt ein bisschen mehr als er. Richtig angesteckt hat uns der Hurt Jay. Der Hurt Jay hat uns. Warte mal, das ist doch jetzt falsch hier, ne? Eins zu viel. Das sind zwei benannt. Ne, warte mal. Was ist jetzt hier? Jetzt muss ich mal aufpassen. Der Hurtjay, der hat uns eins am ersten Champions-Finale. Bist du da? Prinzipiell schon. Mach mal auf, jetzt ist Darstellung. So, jetzt haben wir das. Es kommt auf das, auf drittes das drauf. Und dann die drei. Aber, jetzt gucke ich mal. Das ist hier ein anderer. Krass, diese unterschiedlichen Grautöne. Wenn da das Fenster drauf kommt, dann ist doch hier noch was frei. Ach, das kommt zweimal übereinander. Ja, das ist ein bisschen verwirrend gemacht. Ah ja, das ist eine Doppel. Okay, verstehe. Jetzt! Shalom, Genossen! Hallo! Snuggelschlückchen! Was geht's? How you doing? Der internationale Obersnuggler. So geht's richtig. Damals noch so mit so Glasfaserlichtantrieb. Was? Hatte das Lego Technic Space Shuttle. Wie geil ist das denn?
Ja, solche Sachen. Also mit Technik hat es ja angefangen, dass es erwachsener wurde, oder? Mal gucken, wie ist das gedacht? Hast du es geriffelt? Sieht auf beiden Seiten gleich aus. Keine Ahnung, scheißegal. Geiles Ding. Also wie gesagt, mit den Technik-Sachen, ich glaube, dann hat es angefangen, cooler zu werden. Und halt auch die Architektursachen, wo ich dachte, wow, krass, was man alles, ich glaube, da waren die Hersteller selber auch baff, was man alles draus machen kann. Wir waren ja damals bei damaligen Marktführer. Oh, krass, die Fenster fand ich schon als Kind scheiße. Ist doch nicht gerade, oder? So oder was? Kinder Fischertechnik, ja klar! Das war für die Klugscheißer-Kinder. Der wird mal, der Kleine wird mal Ingenieur. So. Habe ich auch mal gehabt, da habe ich einen Schneepflug draus gebaut. Und eine Förderanlage. Dünnerstüß wollte ich bauen, das hat dann nicht funktioniert, da habe ich den Scheißdreck weggeschmissen. Gitterja, mein, diese melancholische Jeep, weil Leverkusen erstmal verloren hat, schon den, ja. Nee, deswegen nicht. Tut mir natürlich leid für die Dudes, aber irgendwo auch wie bei Bayern selber schuld. So, jetzt haben wir den Motor hier gebaut und dann ist er weg. Das ist immer so, da blutet das Klemmerherz. Das wissen jetzt nur wir Eingeweihten, dass da drunter eigentlich so ein Motor steckt, schau. Weil das wird man nicht mehr hochheben. So. Ja, das war so mit Zahnrädern, die haben seltsam geschmeckt. Die hast du doch nicht gegessen, Brudi. Die elastischen Klemmbausteine sind ganz neu von C-Bionic. Da habe ich den Link geschickt. Optisch können die was. Und der Adler kann sogar die Flügel schwingen. Aha, C-Bionic. Hast du mal einen Furby? Nein, schon nee. Mit Geld kann man alles kaufen, auch die Leute im Ball nachlaufen. Was ist der krasse Zaubertrick? Aha. Sieht ja irre aus. Ein neuer Angriff auf Lego, oder was? Schau ich mir mal in Ruhe an. Warum reißt den Zahnrad, wenn man es nicht kauen soll? Der, sehr gut. Das mit dem Motor, krasser Zaubertrick. Yes, sir. So, pass auf. Oder Lady in dem Fall. Krasse Zauberei. Heute seid ihr aktiv, das ist gut. Muss ich mich... Oh, guck mal hier. Ach, das ist eine Kajüte hier, schau mal. Siehst du? Schritt 24, das wird dann so eine Kajüte hier, oder was? Das hier wird die andere Kajüte. Wer kommt denn da mit mir mit auf meine Yacht? Weiß gar nicht, wie viele Leute passen dann da drauf, meinst du? Oh, die geile Yacht. Krasse Segeljacht. Da haben wir auch ein Bettchen. Was ist das? Das sind zwei Betten, oder was soll das sein? Sind es da Betten, oder von der Dimension her? Ja, okay, das ist die Kajüte, das ist schon sehr klein hier. Der Hund bellt und bellt und bellt. So, jetzt die zwei großen Stempel. Auf die zwei großen Stempel kommt hier eins drauf. Lass den Helden da schreiben, dann läuft das. Altes Lama, komm mit. Kommt ein Cowboy zu mir Pony weg. Schade. Die ganze Community ist auf meinem Boot. Dein Hund, John Daly? Nein. Der Nachbarhund. Jetzt sehe ich das nicht genau, wo das hinkommt. Es kommt in die zweite Reihe, da in die Ecke, oder? Cheersinger! Nein, ich habe keine Zeit für einen Hund. Ich bin ja Streamer. Ach, ein glatter Einser kommt da noch drauf.
kann man hier den Stefan sagen, wenn er Bock hat, kann er gern später kommen. Kann er ein bisschen mehr chillen. Jawohl. So. Da habe ich gedacht, ich steige morgen in den Flieger und jetzt bleibe ich auf Mallorca. Weiß dein Nachbar, dass er neben der Legende wohnt? Nee. Für die Spanier bin ich, das checken die gar nicht. Wie gesagt, ich bin jetzt vor kurzem von so einem Swingerpärchen angelabert worden. Weiß auch nicht, ob das jetzt toll ist. Wo ich mir jetzt darauf einen runter. Also, sagt man. Oh, jetzt mach mal Lampen. Einen grauen Stab auf das Dunkle drauf. Die ersten Dunkeln. Ich mach den Verschotter. Vorschoter. Dann kannst du mich dann immer mit anschreien und so. Oh, das ist geil. Du weißt, was uns zusammen in toxischen Machtgefälle, was uns eine jahrelange Therapie kosten wird. Nein. Wir machen Moby Dick-Style, Brudi. Captain Ahab. So machen wir das. So, schau mal, hier ist die Lampe. Erkan Ahab. Oder soll das so ein Dekopfosten sein? Was soll das sein? Gar nichts Therapie, Brudi. Captain Ahab. Du hörst immer hörst du mich immer laufen. Bumpf, 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 bumpf. Denkst, boah, der Typ, ey. Der macht mir nachts Angst. Kann der mal schlafen? Er kann Ahab, Abi. So. Du kannst dann von mir aus Mutter rauf, der Bounty machen. Ich würde mich gern auf das Sonntag mit einem Gläschen Rosé legen. Gläschen Rosé habe ich da. Schau, surfen, Molly. Hier ist Gläschen Rosé. Und ein bisschen Geduld, Madame. Ein bisschen Geduld. So ein Sonntag fällt auch nicht vom Himmel, ja? Dann sehen wir uns bei Tüte 4 wieder. Aha, gemeinsam untergehen. Einer von uns überlebt dann den Sarg vom Heiko. Gezimmert. Ach, du bist doch auch ein reiner Romantiker, oder? Brauchen wir denn jetzt für einen Quatsch hier? Jetzt wird es nochmal klein, richtig fisselig. Och, Göttchen. Jetzt haben wir nochmal ein paar Seiten Fisselbubble hier. Oi, der Schlaweider. Also, unter ein Vierer kommt ein Dreier. Ja. So steht's hier. Und ein Vierer kommt ein Dreier. Dann kommt hier ein Dreierstäbchen rüber, damit ich dann hier runterbauen kann. Und zwar zwei Einser. Gemeinsam untergehen. Nee, lieber gemeinsam. Hey, you never swim alone, oder was? You never you never drown alone. Oh, das ist auch ein seltenes Teil. Das ist ein großer Klotz mit Seitenklammer. Sieht man nicht oft. Hier ein Einser drauf. So. Oh, krass, was der Held der Steine, was der im Leben schon so zusammengeklemmt haben muss. Dagegen sind wir ja pure Anfänger. So, oder? Dann zwei Dreier drauf. Ich kann mit Stolz sagen, dass unsere parasoziale Beziehung ein ungesundes Level erreicht hat. Das musst du auch erstmal schaffen, oder? Das liegt aber nur an der eindeutigen Rollenverteilung, die wir hiermit nicht hinterfragen wollen. Du machst halt immer dann gleich wahrscheinlich, projizierst immer so ein Traumata auf mich drauf, weißt du, was ich meine? Wahrscheinlich hast du irgendwie so ein Döner, weißt du, was ich meine? Trauma mit Döner vielleicht, kann das sein? Ist da irgendwas in deiner Kindheit? Hast du mal einen falschen Döner erwischt und aufs Maul bekommen oder so? Wir bauen hier so eine Seitenwand. Das ist so eine Spezialkonstruktion. Das kommt
kommt denn hier so rein? Es wird alles eine Yacht, man möchte es nicht glauben. 2-2. Es kann sein, dass die fehlen, weil an denen habe ich mich vorhin schon bedient. Muss ich mal kurz woanders herholen. Hallo, hallo! Bruder, ich habe mal ein bisschen Elektromucke. Ich würde euch noch was. Ich wünsche noch was. Dankeschön, Gentilla. Ich brauche ein bisschen. Macht es. Enjoy, enjoy. Parasozial. Was diese kenne ich nicht. Was parasozial? Du glaubst, du kennst mich, aber ich weiß halt null, wer du überhaupt bist. Aber ich gebe dir gerade narzisstischen Selbsthass ab. Und das ist ein Gefühl und dazu ein Gefühl der Nähe. Krass. Sag mal, wie viel Yoga-Lehrerin hast du schon das Herz gebrochen? Susanne mag auch diesen Bastelstream, endlich Mann. Krass, jetzt darf endlich Erkan offiziell auf Switch. Geiler. Was suchst du? Jetzt habe ich es gefunden. Das da und nochmal eins. Eins auf zwei. Aber da hinten habe ich ja so einen galaktischen Zerstörer. Da kann ich, das ist quasi meine Mine für weiße Teile. Ich suche das da. Eins auf zwei in weiß. Eins habe ich, das zweite finde ich nicht. Und ich habe die Vermutung, dass es nicht da ist. Und ich würde das jetzt einfach knallhart, einfach als Mod in diesem schönen Beige machen hier. So. Das hat doch auch was. Es passt eigentlich ganz gut zum Boot. Heb das Heft mal hoch. Hat doch auch was. Diese zwei, das braune da. Oder sollen wir nur eins machen? So ein Farbsprenkel hat das. Ich habe immer das Glück, dass ich diese kleinen Teile immer unter der Bauanleitung verstecken. Ist so. Ja, man findet es dann immer irgendwann später, ne? Ich finde, es hat so auch was. Jetzt kommt dieses Grau drauf. Das ist mein Farbsprenkel. Das ist mein Mod, mal sozusagen. Meine Individualisierung. Ruhe. Das ist auch schön gemacht. Das kommt jetzt hier. Jetzt drehen wir das Ganze. Jetzt kommt das so. Ich weiß gar nicht, was dann immer so wird zum Schluss. Das ist so draußen dran. Entspannt die Musik, oder? So. Jetzt haben wir dieses Teil gebaut. Das ist irgendwie, scheint irgendwie so sich bewegen zu können. Aber was soll denn das sein zum Schluss? Da blättern wir für um. Ah ja, also. Das kommt
Hier hin, oder? Ehrlich gesagt, das ist ein bisschen wackelig. Verstehe ich nicht, habe ich doch richtig gebaut. Das ist zu hoch. Wenn das Kackteil nicht wäre, dann wird es passen. Ich glaube, das ist falsch geklemmt. So. Komisch, das baut hier so eine Distanz von 2 auf, aber die hat es hier gar nicht. Das sind doch 3 Ebenen. So wird es viel besser passen. Das ist ja scheiße. Was hasse ich? Weißt du, das soll dann hier hin und so wird es perfekt sitzen, aber wenn ich das so drauf setze, dann ist es 1 zu hoch. Das kommt echt da rein, wo die Lücke ist. Und dann sitzt es hier nicht ganz auf. Man sieht. Hey, schon wieder neuer Follower. Hey, wo die alle herkommen, ich krass. Weiß auch nicht. Weil man sieht ja auch, dass. Ja, nee, das sitzt nicht ganz auf. Das könnte hier ganz aufsitzen, tut es aber nicht. Schau hier. Aber es ist auch so, dass hier in der Anleitung der Platz dazwischen ist. Also, das könnte locker hier dran drauf sitzen. Naja, ich meine, es macht keinen großen Schaden, aber okay. Aber es soll wohl so sein. Das kommt wo drauf? Manchmal ist es immer ein bisschen schade, wenn es nur eine Perspektive hat. Weil man dann wirklich am Suchen ist. Naja, und das brauche ich jetzt auch nicht draufstellen. Weil das ist auch, sowas hat man früher auch mal. Das ist nett gedacht, das Ding hier, aber. Verstehe ich immer nicht so. Dinge, die dann einfach so drauf liegen, die bleiben ja nicht drauf liegen. Von alleine. So. Wunderbar. Ah, jetzt machen wir das dunkel. Machen wir ein Türchen. Ist noch alles gut? Kommen wir gar nicht zum Zocken heute oder was? Gepena. Gepena. Es wird eine Tür. Ein Türchen. Nein, wir haben noch nicht Weihnachten. Und habe ich hier überhaupt keinen Bock auf das scheiß Weihnachten. So. Das wird die Tür hier. Wahrscheinlich habe ich es extra gemacht, damit es. Hat man da Luft gelassen, damit es nicht schleift da unten. Das kann sein. Dass wenn es zu sehr aufsitzt, dann schleift es hier wahrscheinlich. So ist es locker. Es kann natürlich sein, dass da ein bisschen mehr Spiel ist. Ui, jetzt bauen wir helle Teile. Guck mal hier. 2 übereinander. Das ist ja auch ein seltenes Teil hier. Was ist Verbindung zum Chat? Na doch. Passt doch alles, ne? So.
Warte mal. So. Das ist ganz schön, so ein helles Ding. Einfach mal so ein Wolkenkratzer nur aus diesen Glasteilen machen. Hätte auch was. Schön, diese hellen Teile. Wahrscheinlich irgendwann auch langweilig. Durchsichtig. Das kommt wohin? Das kommt jetzt. Oh, krass. Also ist schon manchmal. Dadurch, dass es nur eine Einstellung hat. So. Ich denke ja. Also nur eine Perspektive. Sieht man es manchmal echt schlecht. Da würde ich es halt dann schon von mehreren Seiten zeigen. Aber ich glaube, es ist richtig, oder? Guck mal hier. Das ist dann die Dusche, oder was? So, das soll wahrscheinlich das Klo sein hier. Schau mal hier. Das ist die Toilette, Bruder. Das ist das Waschbecken. Und das, was da runtergefahren ist, ist der Wasserhahn. Wette ich mit dir. Das ist die Toilette. Das ist das Waschbecken. Da geht's zum Captain. Wette ich mit dir. Das ist ja geil. Schritt 240. Okay, viele Teile sind es gar nicht mehr so viele. Wieder so ein langes Stäbchen. Und den da drauf. Den da drauf. Keine Ahnung, was ist auch so ein Gefühl von Schiff nachbauen. Das kommt dann davor. So. Aber ist ganz cool gemacht mit der Toilette da, mit dem Feeling, oder? Schritt 41. Oh, was kommt jetzt? Dreimal die großen Dinger übereinander, oder? Viermal, fünfmal. Fünfmal diese Dinger übereinander. Das ist auch ein seltenes Teil, oder? Weiß gar nicht, ob es das von Lego gibt. Ist wahrscheinlich technisch gar nicht in der Lage dazu, das zu machen. Ey, ich komme nicht mal zum Zigarillo rauchen, Brudi. So. So. Jetzt haben wir dieses Teil hier gebaut. Ist der Chat noch am Leben? Fragt der Streamer. Aber ist ganz cool. Schau mal, ist alles richtig? Weil jetzt setzen wir quasi das hier so ein. Nee, alle eingepennt. Freut mich. Nice to hear. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Ach, guck mal, das ist hier quasi die Nasszelle da drin. Irgendwie schon ganz cool. Gleich Zeit zum Namen aufnehmen. Okay. So. Gleichzeitig, was gibt's denn Schönes? Komisch, aber okay, finde ich auch. Bisschen plump die Tür, ne? Jetzt haben wir das Ding da gebaut, was ist damit? Was ich bei Anleitung. Ah, das weiße Teil, siehst du mal. Das, was wir da verbaut haben, das brauchen wir nicht hier dran. Wusste ich doch.
Lieber machen wir an der Stelle einen Farbfehler. Also an zwei Stellen zwei Farbfehler. Tür wieder raus. Wir bauen irgendwann mal eine schönere Tür. Jetzt brauche ich nämlich dieses Einser-Ding da. Das kommt hier drunter. Von drei. Filter, es wird bei entspannter Musik geklemmt nach einem langen Tag. Da wird man doch mal sehr entspannt, oder Gidaja? Ist doch schön. Ohne Scheiß. Das ist ja unser Angebot. An euch. Also da mal immer so diese eine Perspektive ist manchmal auch nicht so einfach. Ne? Da ist auch auf dem Kopf. Hier dieser Little Bit of a Challenge. Das ist richtig so. Noch ein Klotz? Jetzt brauche ich noch einen Klotz. Scheiße. Ein und Zieher Klotz? Ah ne, ein Zweier. Oh, das mache ich gerade einen Fehler. Also das da. Dann kommt das hier drunter. Ach so. Kommt das hier drauf? Der ist dran, aber es ist eine andere Farbe. Ist eine andere Farbe. Aber was soll ich machen? So, zweimal die Verkleidung hier. It's not easy. Truta am Bauten in ST. Aha, okay. Grüße, lila Kaiser, hallo. Ach, falscher Knopf, muss ich mal. Auf deinen Nacken, Digga! Boah, was bist du für ein krasser Ehrenmann? Was ja, passiert? Der Kai McCoy, hallöchen, Kai McCoy, haut 400 Bits schon mal zum Begrüß raus. Dankeschön, Kai McCoy, dankeschön. Bitch, ratsch, katsching, katsching, katsching. Super nice, freut uns sehr. Ist ja logisch. Das ist immer ein schönes Feedback. Da sind wir wie kleine Kinder. Wie klitzekleine Kinder sind wir da. Da freuen wir uns einfach. Wir bauen hier gerade das Innenleben von meiner Yacht. So. Schon durcheinander. Jetzt das so drauf. Und jetzt mit dem grauen Fenster. Warte. Das musst du dir auch mal ausdenken. In das graue Fenster kommt die Scheibe rein. Das kennen wir. Scheibe ist drin im grauen Fenster. Kajütenfenster. Gut. So. Dann kommt es da oben drauf. Und das kommt dann hier so drunter. Guck mal hier. Ist auch strange, oder? Das ist richtig gebaut. Ja. Mega strange, oder? Die schreien so rum, die kleinen Scheiße. Ich habe das nur gemacht, weil du meinen Namen liest, fragst, ob der Chat noch da ist. Hallo, Kai McCoy, sorry. Hey. Was habe ich überlesen? Wie geht's dir? Was macht der Wieselski? Unser Freund. Ein Koppersticker. Schau hier. Sieht das jetzt wie eine Yacht aus? Oh Gott, jetzt kommen die ganzen Getränke hier drauf. Das wird der Herd. Pass auf, das wird der Herd. Das ist geil.
Gab's sogar eine Pfanne. Schau, das wird der Herd. Pfefferstreuer. Das ist die Pfanne, Brudi. Bitte schön. Soll ja keiner verhungern hier. Machen das da was? Nee, eigentlich ohne Loch. Das ist zu krass. Natürlich Pfanne. Schau hier. Dann kommt es dahin. Voll die Kajüte, voll der Koch hier. Eine Säule hin. Was für ein Kleinkram, hey. Das ist immer so, wo man sich fragt, soll ich das wirklich alles klemmen, den Kleinkram? Aber okay, das macht es zum Schluss lebendig. Guck hier. Die krasse Kajüte-Küche. Hey, sexy Boy, Stefan, wenn du Bock hast, kannst du erst um 9:30 kommen. Selber sexy Boy. Aber musste nicht, will ich jetzt nicht ausbremsen. Weil ich habe ein bisschen später angefangen. Ich baue die krasse Kajüte, Brudi. 1000 Kleinteile. Mhm. Ein Falles Olar. Burgunderfarben. 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 Siehst du, jetzt bauen wir hier quasi. Das Gewürzfach. Kann man das so sagen. Alles klar, alles klar, mein Herrgebieter. Ah, siehst du. Endlich mal einer, der das macht, was ich ihm sage. Wenn ich mit Surfen Bolli streamen würde, würde ich mir auf den Kopf rumtanzen. So. Das auch? Das ist aber bald durch. Dann können wir nicht noch eine Stunde Stellar Gate Dings machen. Stellar Blade. So. Das kommt hier oben drauf. Bauen die krasse Yacht-Kitchen. Sieht ganz cool aus. Was bauen wir da drauf? Wer schaut denn noch Relegation? Nein, Brudi. Ich finde ja eh cool, reicht auch. St. Pauli steigt auf, super. Aber schau mal, was aus so lustigen Kleinteilen, was wir dann da so, was soll das? Salatschüssel werden oder was? Was soll das da sein? Pasta, Salat. So, das ist jetzt die Einbauküche. Das ist die Einbauküche, meine Damen und Herren. Und natürlich kommt die Einbauküche wohin? Qua? Brauchst du steckt auch auf. Die Leute sind voll gehypt. Echt? Ärger will sich gerade unbeliebt machen, wegen Preußen Münster. Oh Gott. Das brauchen wir unbedingt in der ersten Liga. Die ganze Welt wartet auf Preußen Münster in der ersten Liga. Ist doch klar. Das ist die Einbauküche. Dann steigen sie wieder ab. Preußen-Münster. Münster sind so Mannschaften, wo dann ein Spieler 100.000 Euro kostet und dann in 20 Millionen Kane, so 50 Millionen Spieler oder 100 Millionen Spieler, einfach fault. Und der ist dann für die Champions League kaputt. Aber der Typ aus Preußen-Münster, der einmal Legende werden wollte, ist halt einfach leider ein bisschen zu hart eingestiegen. So, hier schauen wir mal. Also die Toilette da, die Klotür braucht man natürlich gar nicht, das ist klar. Die Badezimmertür ist ein bisschen sehr, sehr, sehr plump. Aber so da, das ist schön, ne? Die Kajüte, das ist die Küche. Das ist die Kitchen, das Bad. Bitteschön, ein paar Millionchen. Relegation ist wichtig, Bogenspiel und Klassenhalt. Dann hätten sie halt vorher besser gespielt.
Dann hätten sie halt vorher besser gespielt, dann müssten sie nicht in Relegation. Das hätte ich, wäre halt mein Trick als Trainer. Wenn ich Trainer wäre, würde ich sagen, Leute, spielt's halt von Anfang an gescheit. Da haben wir diesen ganzen Relegationsstress nicht. Schau mal, das ist auch ein seltenes Teil. So das Acting da. Wird halt jetzt ein Sofa. Ein Sofa. Machen wir zweimal Sofa. Da können wir gleich noch ein bisschen Stellar bladen. Sau bladen. Schau mal, was da wieder an Teilen übrig bleibt. So Kleinkram hier. Sieht schon wieder nach potenziell übrig bleibt Teilen aus. Also, Sofa-Ecke hier. In der Yacht. Einmal hier. Da kriegt man doch wirklich Bock. Da kriegt man doch Bock auf eine kleine Mittelmeer-Cruise, oder? Uiuiui, jetzt kommt wieder so Kleinkram. Jetzt kommt der Champagner-Tisch. Jetzt kommt der Champagner-Tisch. Drinks oben drauf. Fast ein bisschen too much. Da ist die Flasche. Die Weinflasche, das lasse ich mir eingehen. Und noch den Trinkpokal hier. Trinkpokal kriegt noch was drauf. Das Gelbe kommt auf das Weiße drauf. Was soll das hier sein? Das ist ein Cocktail, was? So, schau mal hier. Ach, das soll ein Bierchen sein. Wetten? Das ist ein Bier. Das ist ja geil gemacht. Das ist ein Bier, feier ich. Gib dir das mal. Safe, eine Weinflasche und da ist ein Bier mit Bierschaum oben drauf. Voll cool. Also, wer jetzt noch nicht auf meiner Yacht mitkommt, oder? Da ist ja Party da drin angesagt. Meiner Yacht, logisch. So, jetzt machen wir hier noch Sofa. Da bekommt man fast durch, Raid One, ist so. Krass, oder? Wenn dich Klemmbausteine durstig machen, dann ist das wirklich ein gutes Set. Das ist jetzt Sofa, da liegt halt so eine Decke drauf, oder? Aber da kann man sich schon so ein Schiff, oder? Kann man sich denken, boah, geil. Moderne Segeljacht, muss ich sagen. Cooles Projekt bis jetzt. So, was bauen wir jetzt hier? Schränke oder was? Okay. Einfach original Schubladen. Naja, das ist jetzt schon ein bisschen... Okay, Schubladen. So. Und da kommt was drauf. Das ist dann die Waschanlage oder was? Waschbecken. Das ist Waschbecken. Waschbecken. Und ich glaube, meine krassen Damen und Herren, es sind zwar einzelne Sachen übrig geblieben. Warte mal, ups, Schublade fällt raus. Kommt hier drauf, auf das Graue, oder? Ja. So, zwei, drei Teilchen sind wieder übrig geblieben. Extra zu viel, Dankeschön dafür, dass ein paar Teile zu viel sind. Oder ich habe es halt einfach nicht geklemmt. So. Tüte 2 beendet von diesem geilen Set. Die moderne Segeljacht. 10,5606. 10,5606, ihr krassen Checker da draußen. Das ist jetzt Ende der Tüte 2 von der modernen Segeljacht von Bluebacks. Fettes Merci dafür. Yay! History in the making!
So sieht es jetzt aus. Man sieht hier so die Details. Da geht die Kamera nicht rein. Die andere Seite. Man sieht hier zum Beispiel wunderschön das Bad. Die Chill-Out-Area. Die Küche. Hier drin. Das ist die Kamera am besten. Da sieht man es noch besser. Also, da die Küche. Chill-Out-Area. Hier das Bad. Sehr stylisch. Die Tür ist ein bisschen plump, die könnte man ein bisschen weniger Holz machen. Da geht es natürlich dann zum Boot hoch und dann hinten Schlafbereich, da wo der kann die Bahn nicht vernascht. Wird doch langsam, oder? Ja, 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 ja. Okay, was wird es denn dann ganz genau? Ganz genau wird es zum Schluss hier, diese Segeljacht. Ich zeige es auch gerne hier nochmal. Schön, oder? 5 Tüten gibt's, 2 haben wir geklemmt. Soweit sind wir jetzt. Das Podest haben wir auch schon gemacht. Sehr schön anzumerken bei dem Podest hier unten diese Windrose. Finde ich nice, persönlich. Was? Und dann kann man das dann, wenn es ganz fertig ist, hier draufstellen. Ungefähr so. Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe, aber ungefähr so sitzt es dann da drauf. Nice, oder? Wird jetzt noch Stella reingeraged? Ja, würde ich schon sagen, oder? Kurz. So, auf jeden, oder? Bisschen Gaming muss sein. So, so ist es mit jetzt, Dings. Schön, oder? Wenn wir schon die ganze Zeit gedudelt haben,